Guten Morgen, heute ist Dienstag. Man hört schon den Kleinen. Wir sind schon ein bisschen länger wach. Die Nacht war für uns, ja, okay, würde ich sagen. Aber es liegt doch ein bisschen an uns, weil wir einfach viel zu spät ins Bett gehen. Ihn bringen wir natürlich immer früh genug ins Bett. Gestern sogar schon um 7. Hat alles richtig gut geklappt. Aber wir sind irgendwie immer zu viel wach, weil wir gerade im Hintergrund noch so viel machen und tun und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir jetzt auch erstmal Augenpads drauf gemacht. Ja, weil ich schon ein bisschen müde bin. Das Wetter sieht heute nicht so geil aus, aber vielleicht kommt die Sonne ja noch raus. So war es auf jeden Fall gestern. Und jetzt werde ich, weil wir gleich noch einen Termin haben, einen nicht so spannenden. Aber später habe ich einen spannenderen Termin, wo ich euch auf jeden Fall mitnehme. Schnell nach Hause, weil ratet mal, wer groß und die Hose gemacht hat. Ja, es ist wirklich, man kann die Uhr danach stellen. Das ist echt amüsant. Jedes Mal, wenn wir uns ins Auto setzen. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Wir wollen mal nach Hause und auch mal was frühstücken. Und ja, nachher geht's für mich dann nochmal in die Stadt. So, das ist gerade der Thermomixer. Ich mache mir nämlich gerade eine Smoothie Bowl und wir haben seit ein paar Monaten oder seit ein paar Wochen wohl eher einen Thermomixer und ich habe mir gerade eine Smoothie Bowl reingehauen mit ein bisschen Wasser und habe sie püriert. Das ist so, so, so viel einfacher. Und ich habe mir gerade meine Fingernägel gemacht. Ich habe hier nämlich so ein Set mal zugeschickt bekommen mit so UV-Licht und so weiter. Und ja. Ich dachte heute mal die Farbe. So, ich habe den Kleinen gerade mitgebracht. Hierüber kann ich ihn einmal beobachten. Und natürlich ist mein Matcha kalt geworden. Deshalb gieße ich ihn nochmal mit ein wenig heißem Wasser und der Oatly Vanillemilch auch. Also ich muss sagen, die schmeckt richtig gut. Ich zeige sie euch nochmal. Das ist die hier. Ich weiß nicht genau, ob sie neu ist, aber die schmeckt einfach echt lecker. So, und dann habe ich mir gestern im Supermarkt noch Erdbeeren geholt. Die waren relativ günstig. 500 Gramm für 4,50. Da war vorne nämlich ein Stand. Und die Supermarkteigenen, sage ich mal, die es im Store gab, die haben einfach 6 oder 7 Euro gekostet. Und die hier sind auch aus Deutschland, also sehr gut. Und ich mache mir jetzt eine Smoothie Bowl. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie ich das in den Thermomixer geworfen habe. Beziehungsweise ich habe es halt vorhin in den Thermomixer geworfen. Jetzt kommen da noch Toppings drauf, vor allem Erdbeeren. Kakaonips, endlich wieder, die hatten wir auch ganz lange nicht mehr. Und so eine Müsli-Mischung, Karamell, ich glaube, die ist von Vitalis, schmeckt bombastisch. Zu Hause. Ich habe gerade ein schnelles Mittagessen gemacht und zwar gibt es
Maultaschen und Suppe. Wir wollen eben ein bisschen auf unsere Ernährung achten. Das sind Gemüsemaultaschen. Und ja, das essen wir jetzt schnell. Und dann setze ich mich noch kurz an den Laptop und bearbeite Mails. Und dann zeige ich euch, was ich bei Bottega Veneta gekauft habe. Okay, Leute, hier ist die Tüte. Wir waren im Store, hatten einen richtig schönen Tag. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber anyway, ich packe das jetzt aus, beziehungsweise ich habe sie schon ausgepackt. Ich habe sie im Store mir nochmal angeschaut. Die wollte natürlich auch sicher gehen, dass es wirklich die Farbe ist, die ich mir ausgesucht habe und so weiter und so fort. Ging super easy, ging alles richtig, richtig schnell. Und ja, ich bin sehr, sehr happy mit meiner Entscheidung. Die Farbe ist nämlich ganz, ganz neu. Die gibt es noch gar nicht so lange. Ich hatte eigentlich erst vor, eine andere Farbe zu nehmen. Egal, ich schnapp nicht lange. Ich hole sie einfach kurz raus. Und hier ist sie. Ziemlich schön. Ich bin richtig, richtig happy. Weil sonst trage ich eigentlich eher immer nur so schwarze Taschen oder braun. Habe ich auch ein paar. Und das ist die erste in einem anderen Ton. Aber ich dachte, ich habe jetzt so viele schwarze bzw. eher dunkle Taschen. Da jönst dir mal was Helles. Und ich finde sie einfach richtig schön. Passt auch passend zu meinem Oberteil. Das war aber nicht geplant. Ja, das ist die Bottega Veneta Mini Judy. Ich glaube, die muss man so ein bisschen. Die muss natürlich nochmal so ein bisschen fallen. Also die muss nochmal so ein bisschen Form bekommen, so ein bisschen Leben. Und dann sitzt sie, glaube ich, ein bisschen besser, weil jetzt ist sie noch relativ steif, finde ich. Die müsste so ein bisschen mehr absinken. Aber ich finde sie super. Die hat natürlich jetzt keinen Henkel. Also es ist keine Tasche, die man Crossbody tragen kann. Aber davon habe ich ja auch einige. Ich dachte einfach mal was anderes. Und ja, ich finde sie so schön. So schön. I'm totally in love. Und ich freue mich jetzt schon, Looks um diese Tasche herum zu kreieren. Ich glaube, die ist auch sehr schön jetzt für den Sommer, aber auch was für den Winter. I like it a lot. Ja, heute geht ansonsten auch nicht mehr viel. Klein habe ich vorhin ins Bett gebracht, der schläft jetzt. Ich muss noch ein paar Termine hier in meinen Terminkalender eintragen. Ich mache es immer beides. Einmal Laptop und das ist halt sozusagen auch gleich auf mein Handy widerspiegelt. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe es vorher nie hinbekommen, aber jetzt klappt es endlich. Und trage sie mir auch immer nochmal in mein Heftchen oder in mein Buch hier ein, in meinen Terminkalender. Man weiß ja nie bei der Elektronik, ne? Und das mache ich gleich. Und ja, ich und Richie hatten auch diese Woche ein paar Termine. Ja, es wird auf jeden Fall noch spannend. Sobald wir mehr wissen etc. pp. Erzähle ich es euch auch. Aber ich bin gerade noch so ein bisschen, okay, ich will erstmal warten, dass wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Und dann erzähle ich euch auch mehr. Und ja, wir sind noch am Überlegen, wir sind nicht am Überlegen, sondern das steht fest, dass wir uns demnächst eine Kapitalanlage holen wollen. Entweder Ende des Jahres oder halt im Laufe des nächsten Jahres. Wir sind schon ein bisschen am Schauen und haben auch sozusagen ja, Programm, kann man das nicht nennen, aber ja, eine super Firma, die das anbietet. Da lassen wir uns oder haben uns einwerten lassen. Und wenn dann neue Projekte kommen, die auch jetzt bald gerade anstehen, kann man halt schauen oder man wird halt sozusagen dann ausgewählt, ob man die dann haben möchte oder nicht. Und das finde ich ganz cool. Altersvorsorge ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade auch als selbstständige Person. Ja, finde ich das schon wichtig und ich denke mir immer so, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das auch schon vorher gemacht. Aber ja, jetzt ist es noch nicht zu spät. Deshalb, we gonna do that. Und ja, es ist noch hell, ich freue mich so. Deswegen setze ich mich jetzt nochmal an mein Laptop, Termine eintragen und übertragen. Und ich will heute auf jeden Fall noch baden. Ich habe richtig Bock und ich bin schon wieder so verspannt im Nacken.
Deshalb, I wanna go and have a hot, 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 hot bath. So, ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis bald.